Der Landwirtschaftssimulator 22 für Anfänger. Heute erkläre ich dir, wie du Geräte, die du für deinen Hof nicht mehr benötigst, am besten verkaufst. Das erste, was du dabei beachten solltest, ist der Zustand deines Gerätes. Denn umso besser der Zustand, desto mehr Geld erhältst du beim Verkauf. In der Werkstatt hast du die Möglichkeit, dein Gerät sowohl reparieren als auch lackieren zu lassen. Wenn du dein Gerät vorm Verkauf reparieren und lackieren lässt, steigt der Wert nicht nur um das Geld, was du für diese Arbeiten investiert hast, sondern noch etwas mehr. In diesem Beispiel hat unser Traktor nach Lackierung und Reparatur nun einen Wert von 166.713 Euro beim Händler. Das Spiel bietet uns aber auch die Möglichkeit, ein Gerät direkt übers Kaufmenü zu verkaufen. Wählen wir diese Möglichkeit aus, erhalten wir für exakt den gleichen Traktor aber nur 151.557 Euro. Es lohnt sich also definitiv, Geräte vor dem Verkauf nicht nur reparieren und lackieren zu lassen, sondern auch den Weg zum Händler auf sich zu nehmen und das Gerät direkt vor Ort zu verkaufen.